hat Herbert Marcuse diesen herrlichen Begriff des psychischen Thermidors geschaffen. Thermidor ist der Monat, in dem Robespierre, sozusagen die avancierteste, gesellschaftlich avancierteste Figur der französischen Revolution, zu Fall gebracht wird. Und Marcuse kitzelt da diese Momente raus. Warum sind die Menschen immer in dem Moment, wo sie an die Schwelle einer möglichen Emanzipation kommen, immer wieder regressiv? Und es liegt eben darin, dass dieses Regressive gar nicht als Regression erfahren wird, sondern als ein Grundmoment des Bedürfnisses, nicht diesen nächsten Schritt in die Mündigkeit, in die Verantwortung, in die Emanzipation zu machen. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Jetzt hat man gesagt, und die Frankfurter haben das schon gesagt, dass was der ursprüngliche Moment, das ursprüngliche Moment des Autoritären war, nämlich vermittelt durch den Vater oder wenn man will, durch den Priester oder durch den Meister, das heißt also die konkret angebundene Person, das heißt sich ja in unserem Zeitalter, in der Moderne, ja gewandelt hat. Zumindest in bestimmten gesellschaftlichen Schichten und Klassen schlagen ja Väter ihre Kinder nicht mehr. Meistens. Jedenfalls nicht als eine gängige Praxis. Wir haben sogar den heutigen Softie, der sogar gelernt hat, auch anstatt der Mutter das Kind als Hausmann zu verwalten. Das heißt also, im Grunde genommen haben wir es ja gar nicht mehr mit einem großen Problem, das real in der Gesellschaft ausmachbar ist, zu tun. Und wir haben es sozusagen mit einer historischen alten Form zu tun, die ja schon sich überlebt hat. Ja, und es ist spätestens als die 68er gekommen sind und mit dem anti-autoritären Erziehungsmodell ankam, ist doch wirklich alles aus der Welt geschafft worden. Naja, man muss sagen, die politische Kultur Deutschlands, der alten Bundesrepublik, ist in der Tat durch die 68er Bewegung von Grund auf verändert worden. Wenn es heute in Deutschland eine kritische Intelligenz gibt, die gar nicht mehr als selbstverständlich sozusagen autoritäre Strukturen im Staat und in der Politik hinnehmen, ist es zu einem gewissen Maße eine Errungenschaft der Studentenbewegung gewesen. Das muss man schon irgendwie aus rein narzisstischen Gründen sagen, oder? Aber man darf das nicht unterschätzen, das war eine große Wende. Aber genauso darf man nicht unterschätzen, dass das, was man meinte, innerhalb von wenigen Momenten, historischen Momenten meine ich jetzt, umwälzen zu können, genau das war ja auch irgendwie eine Chimäre. Als die Studenten zu Adorno kommen und sagen, warum kommst du nicht mit auf die Barrikaden raus? Du wirst dich noch zu Tode adornieren. Und ich denke mir immer, was haben die sich eigentlich gedacht, dass dieser pummelige kleine Mann auf die Barrikaden geht und dass damit die Weltrevolution jetzt irgendwie vorangetrieben wird? Hat er ihnen zweierlei gesagt. In der Schrift Resignation hat er gesagt, Kinders, wir haben es hier rein von Marx aus betrachtet, nicht mit einer revolutionären Situation zu tun. Ein Spannungsverhältnis zwischen Produktionsmittel und Produktionsverhältnisse, ein Widerspruch zwischen den beiden, ist ja die Voraussetzung Marx zufolge für eine revolutionäre Situation. Das war ja 68, 69 in Deutschland mitnichten gegeben. Nicht von ungefähr sind wir rausgekickt worden aus den Fabriken. Den Leuten war ihr zweiter Opel-Rekord wichtiger als die Weltrevolution irgendwie zustande zu bringen. Der andere Grund war auch der, dass er schon nicht mehr ganz sicher sein konnte, dass sie genügend reflektiert hatten, was noch an Autoritärem in ihnen drin steckte, als sie meinten, jetzt mit einer solchen Autorität Anti-Autorität predigen zu sollen. Die
unerträgliche Leichtigkeit, mit der antiautoritäre Praktiken getätigt wurden zum damaligen Zeitpunkt, gemahnt immer ein bisschen an die Art und Weise, wie die künstlerische Avantgarde zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer dachte, dass wenn sie jetzt sagt, wir wollen das Verhältnis von Kunst und Leben, die Barriere zwischen Kunst und Leben wegschaffen, wir wollen ins Leben hinein, damit irgendwie die Welt auch irgendwie ein neues Heil erfahren darf. Das Problem war nur, dass wenn man dann mit der Kunst in die Realität reinkam, dass die Realität sozusagen ihre eigene Logik hatte und die Kunst mit einmal genau die Erbärmlichkeit immer wieder erfahren musste, die sie erfahren musste, indem sie verdinglicht wurde, indem sie ideologisiert wurde, indem sie zum Fetisch geriet und so weiter und so fort. Wir kennen diese ganzen Sachen. Dieses Moment war durchaus ein Moment, wo man sich fragen musste, haben die selber noch nicht begriffen, was noch alles nicht überwunden ist, wenn sie jetzt irgendwie den Vatermord mit einer solchen Lust begehen. Denn, wie soll man sagen, der Kater kommt immer nach dem Vatermord, wie wir ja von Freud wissen. Man muss ja sozusagen irgendwie die Realität dahingehend introduzieren, als man, wie gesagt, die Herrschaft wieder verinnerlichen muss. Und dennoch meine ich, dass kleinbürgerliche, spießige Strukturen, Momente, wie sie noch von Heinrich Mann in der Untertan beschrieben wird, also dieser Diederich Hässling, der sozusagen im Kaiser sozusagen irgendwie den Ersatz für all sein Leben, für sein ungelebtes Leben sieht, dass diese Momente für die alte Bundesrepublik und für die heutige Zeit nicht mehr gelten. Leute haben keine Angst mehr vom Vater. Der Vater hat Angst von Söhnen, sehr oft. Aber, und das ist dieses große Aber, das ich versuche hier herauszuarbeiten, ich glaube mitnichten, dass die autoritäre Projektion überwunden ist. Sie hat sich nur verlagert. Die ist nur umgesetzt worden und hat sich neue Objekte ausgesucht. Zum einen Objekte, die wir alle kennen im Alltag. Wenn Leute, also ich sage das jetzt mit einem israelischen Beispiel, eine Fußballmannschaft in einer israelischen Kleinstadt ist eine Liga abgestiegen und es hieß in dieser Woche, dass die gesamte Männer der Stadt, die natürlich Anhänger dieser Fußballmannschaft waren, arbeitsunfähig waren und es wurde auch von Impotenzfällen berichtet. Brasilien, vor ein oder zwei Weltmeisterschaften nicht Weltmeister wurden, hieß es, eine große Trauer kam über Brasilien. Brasilien hat ein bisschen andere Probleme als Fußballweltmeister zu sein oder nicht zu sein. Lassen Sie es von mir gesagt sein. Wenn in Rockkonzerten das Idol auf die Bühne kommt und die Menschen in dem Moment auf der einen Seite sozusagen ihr dionysisches Ausleben, auf der anderen Seite aber auch fähig sind, sich selbst aufzugeben in der Hingabe dieses Idol, dann spielt da etwas mit rein, von dem wir sagen können, wenn das jetzt nicht die Massen des Rockkonzerts wäre, sondern die Massen der Politik wären, dann würden wir schon sagen, sieht nicht gut aus. Ich komme aus einem Land, ich mache jetzt heute keine politische Rede, also wenn es Leute gibt, die irgendwie groß Israel solidarisch sind, beruhigen Sie sich, es geht jetzt nicht darum. Sondern es geht darum, ich gebe Beispiel aus meinem Land, dass in dem Moment, wo die Krise eingetreten ist, beispielsweise die neu eingetretene zweite Intifada oder der Zusammenbruch der Oslo-Prozesse und so weiter und so fort, eine gesamte emanzipativ dünkende und aufklärerisch beseelte Linke mit einmal einen Rechtsruck erfahren hat und alle mit einmal den starken Mann gut geheißen haben. Als Rabin ermordet wurde 1995, haben sich eine Woche lang die gesamte Kinder in Tel Aviv am heutigen Rabinplatz eine Woche lang ausgerotzt, geweint, konnten es nicht ertragen, dass das passiert war.